Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Körner. Wir schauen uns jetzt die platzierbaren Weihnachtsmänner an, Version 1.0. Jungs, wir haben noch 2 Wochen bis zum 22. Wir müssen uns noch mal ein bisschen was Lustiges hier vorstellen. Das Ganze kommt von Modder Use, gibt es nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie platzierbare Objekte und dann Dekorationen. In diesen Weihnachtsmänner-Packs sind 4 Weihnachtsmänner enthalten. Santa Claus 1, 2, 3 und dementsprechend 4. Anschaffungskosten jeweils 30 Euro, keine Unterhaltskosten. Können überall platziert werden, wo ihr wollt und let it go. 3 Santa Clauses oder Klause, 3 Santa Clause sind einzeln und im 4. Santa Claus haben wir sogar noch eine nette Dame mit dazu. Nun, ich habe das Ganze mal realistisch hier gehalten. Erstmal in dem Sinne, dass wir hier Schnee haben. Es schneit. Ach, ist das nicht schön? Das ist doch schön, oder? Und dann haben wir hier dementsprechend die 4 Herrschaften. Diese haben keine Kollision wie die platzierbaren Menschen vor kurzem, die ich vorgestellt habe. Ihr erinnert euch dran. Nun haben wir hier Santa Claus 4 mit seiner Elfen-Engelin Agatha. Keine Ahnung, wie sie heißt. Und die schauen hier so ganz grüb ins Küchenzimmer rein, denn es gibt gerade ne, Nürnberger Rostbratwürste. Und da wollen sie natürlich ein Stück davon haben, anstatt nur Milch und Kekse, das ist ganz klar. Deswegen gaffen sie hier aktuell blöde durchs Fenster. Gegenüber haben wir dann hier ebenfalls einen Weihnachtsmann, der ist gerade auf Ausbildungstour, denn er soll ja jetzt die Geschenke, während die Nürnberger Rostbratwürste gerade auf dem Grill sind, ihn hier die Geschenke unter dem Baum legen. Ne? Da er nicht so genau weiß, wo er hin muss, hilft ihn hier der Ausbilder von Santa Claus dazu und zeigt, guck mal, hier ist die Tür, da musst du einsteigen. Ist halt scheiße, ist das Rollo gerade unten, aber das kriegt man schon irgendwie hin. Währenddessen steht dieser wiederum hier und freut sich jetzt, dass sein Azubi im ersten Lehrjahr das erste Mal in ein Haus einbrechen tut und dementsprechend Geschenke unter dem Baum legt. Soweit so klar, so selbsterklärend. Gehen wir kurz in die Perspektive des Hausbewohners, der hier dementsprechend drin ist. Der denkt sich erstmal nichts weiter, ne? Man sieht hier auch nichts weiter, steht dementsprechend in seiner Küche und guckt sich die Nürnberger Rostbratwürste an. Währenddessen klotzt er hier aus dem Fenster und sieht, dass da irgendwie 2 Leute in sein Fenster reinklaffen und irgendwas dementsprechend mauscheln. Er wundert sich zwar, dreht sich aber dementsprechend wieder rum und macht seine Nürnberger Rostbratwürste, ne? Soweit so klar. Währenddessen knallt hier drüben, die Fensterscheiben gehen zu Bruch, das Rollo wird hochgeruppt und der Weihnachtsmann steigt ein, legt die Geschenke unter dem Baum und alle rennen ganz schnell wieder weg. So, Ende vom Lied ist, wir haben Geschenke unter dem Baum, einen Sachschaden von 2000 Euro an der Türe plus an Glas, ne, und die Nürnberger Rostbratwürste wurden auch weggefressen. Nun, aber wer mehr weihnachtliche Stimmung intus hat als meine Person, kann sich das Ganze logischerweise ohne Probleme downloaden. Die Figuren sehen gut aus, muss man sagen. Also es ist ein schönes 3D-Modell und vom Gesicht her, wer auch immer dafür da posiert hat oder wo das auch immer herstammt, um ehrlich zu sein. Ich gehe davon aus, das sind irgendwelche Stockbilder oder so. Aber ja, ist wirklich gut gemacht und auch wenn es jetzt für 19er ein bisschen too late ist, aber vielleicht kommen sie auch in den 22er und es wird ja auch einige Spieler geben, die bis Weihnachten oder bis Ende des Jahres immer noch im 19er bleiben und nicht im 22er wollen, aus diversen Gründen. Für die ist das natürlich was, ne? Deswegen, ich würde sagen, passt soweit. Log ist sauber, wir reden hier von ein paar MB, könnt ihr euch ohne Probleme downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen ab, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, GG.